Was mir jetzt ganz spontan einfach in den Kopf kommt, ich freue mich, dass ich endlich mal Menschen in Deutschland sehe, die lachen und freuen und Spaß haben. Das könnte ja gerne mal öfter so sein. Aber mir kommt es halt so vor, wenn die WM rum ist, glaubt ihr, dass die dann immer noch so gut drauf sind? Eben nicht. Also in dem Sinn machen sich die Menschen einfach selbst was vor. Die lassen sich von außen antriggern, damit sie irgendwie selbst glücklich sind. Aber es ist einfach nicht von Dauer. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte man das denn oder woran könnte es dann liegen? Gibt es nicht vielleicht ein, zwei ganz einfache Punkte, dass wir wirklich irgendwann mal eine friedliche Welt hinkriegen? Und ein wichtiger Punkt, wo ich mich sehr freue, dass ich das von immer mehr Menschen unabhängig höre, ist einfach dieses Verständnis, dass ich nicht, ich bin nicht Elektriker, ich bin nicht Rechter, ich bin jetzt nicht Christ, ich bin nicht Jude, sondern ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin einfach nur Nationalität Mensch, ein Teil der Spezies Mensch. Und da gibt es einfach keine Unterschiede, da sind wir alle auf einer Augenhöhe. Und wenn man dieses Verständnis wirklich hat und in sich zulässt, dann ist so etwas nicht möglich. Dann ist es nicht möglich, dass man sich begeistert, obwohl Leid geschieht. Dann sind verschiedene Verhaltensweisen, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Dann kann man so einen Scheiß, wie jetzt, ne, wie gesagt, nichts generell gegen Fußball, aber jetzt diese WM mit den Kosten auf, mit Menschenleben, da kann man einfach nicht unterstützen, wenn man sich als Mensch begreift. Vielleicht wird es das mal Zeit, dass die Menschen das mal endlich in sich reinlassen. Und nicht dann... Und nicht dann jetzt voll froh sind und dann, wenn sie an dem nächsten Spiel, die nächsten drei Spiele die Deutschen verlieren, dann haben wir Bäche von Tränen. Also, was geht denn ab? Und der zweite Punkt, der vielleicht dazu führt, dass wir irgendwann mal eine friedliche Gesellschaft haben, ist, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, sein eigenes Selbst zu leben. Dass man wirklich seinen Traum verwirklicht, warum man auf diese Welt gekommen ist, dass man sich das traut, das durchzuziehen, den Mut dazu hat. Weil wenn man das nämlich macht, wenn man sein Leben so lebt, dass man zufrieden ist, dann ist Frieden da. Das war gut. Und ich bin mir ganz sicher, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich kriege oftmals gesagt, ich habe ja leicht reden. Der Weg, dass ich jetzt da einfach irgendwie schon ein bisschen anders lebe, das war ja auch nicht einfach. Die Schritte sind für jeden schwer. Aber ich kann nur versuchen, jedem Mut zu machen, traut euch, zieht euer Ding durch, horcht in euch hinein. Warum seid ihr eigentlich hier? Was ist genau euer Ding auf diesem Planeten, in diesem Leben, warum ihr hier seid? Und wenn das jeder durchzieht, dann rastet das alles ein wie ein Zahnrad. Dann ist die ganze Thematik Krieg ist Geschichte. Wenn das jeder machen würde. Bin ich mir absolut sicher. Und dann wäre so etwas, eine Freude auf Kosten von Menschenleben, nicht möglich. Das wollte ich dazu noch sagen, danke. Dann machen wir einfach mal noch ein kleines Päuschen und dann, ich brauche jetzt gerade nicht noch viel zu spielen, wenn die noch so viel rumtut, dann warten wir mal noch ein bisschen. Müssen wir vielleicht, Frank, lösche noch ein bisschen Musik laufen. Jo. Danke.